Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15, natürlich wieder auf Bantico. Und ich habe eine neue Maschine am Start: den Häcksler E282. Ihr seht schon den Fortschritt, die neueste Version zu DDR-Zeiten. Und ja, ich werde hier noch ein bisschen Gras machen, weil ihr wisst ja, ich möchte ja weitermachen, dass ich die Kühe auch Gras geben kann, etc. Dann habe ich noch platzierbare Objekte hinzugefügt. Und zwar, dass ich irgendwo mal ein bisschen Gras hinlagern kann und das nicht immer irgendwo, na komm her, immer erst anfahren soll. Und das werden wir jetzt hier dann gleich mal bei den Schafen probieren. Das mit den platzierbaren Objekten hat ja erst nicht so funktioniert. Dann habe ich mitgekriegt, aha, ich muss auf jeden Fall irgendwo noch einen Mod integrieren, dass hier die platzierbaren Objekte funktionieren. Naja, ihr wisst ja, ich muss da eh noch ein bisschen gucken. Was ich aber hier schade finde, es ist eine, ja, ein Feld, das Feld 12. Das habe ich ja mit Gras angesät und funktioniert aber nicht so mit dem Häcksler. Er möchte nicht so, wie ich möchte. Ah, ich muss den immer noch sagen, hier, pass auf, du kannst jetzt hier langfahren. Also alleine macht er hier nichts so richtig. Ich weiß nicht, warum der bei Gras die hier so eine großen Probleme haben. So, machen wir hier mal wieder aus. Und fahren wir eine Runde. Auch wenn ich hier einen Kreis mache, dann fährt er einfach geradeaus und hier bleibt er wenigstens stehen. Das ist wenigstens eine schöne Sache, aber naja. Wir werden jetzt einfach mal weitermachen. Hier, komm. Gehen hier wieder rein in den Trecker. Und dann geht's los. Attacke Hü. Ja, ich habe ja das eine Mal schon den anderen alten Häcksler, den 281, verkauft. Und ich muss sagen, der hier ist mir zu DDR-Zeiten gar nicht so aufgefallen. Muss ich ehrlich sagen, ob das eher so eine Maschine war für den Export, kann ich gar nicht so richtig genau sagen. Naja, na. Komm. Mach den Hänger voll. Wir müssen nämlich schnell zu den Schafen und das platzierbare Objekt ausprobieren. Und dann werde ich hier auch noch andere Anhänger hinbringen, dass der hier schön gemütlich weitermachen kann. Ich fahre ein bisschen nah ran hier, nur ein bisschen hier. Ah, ein bisschen hier weiter wegfahren. Weil sonst werde ich auf jeden Fall, dann müsste ich überall dann zu die Schafe extra nochmal hinfahren, etc. Und das ist halt blöd. So. Ah, bis zu 100% voll. Und dann probieren wir es mal aus. Und ein großer Plan von mir ist auf jeden Fall, dass ich dann irgendwann mal eine große... Oh, fertig sind wir. Dass ich dann irgendwann mal eine große Kuhzucht noch mache. Und zwar nicht diesen Kuhstall, den wir hier haben. Wir werden auf jeden Fall mal einen richtig riesengroßen Kuhstall nehmen. Aber bevor das soweit ist, muss ich erstmal mit den Kühen so klarkommen. Ja, also... Erstmal muss ich schauen, was ich mit den Häcksler noch alles so machen kann. Und was ich unbedingt brauche, ich will ja dann irgendwann mal auch mal Kartoffeln machen, die nächsten Folgen. Und das bedeutet, dass ich bei den Kartoffeln hier so einen Entkrauter brauche. Weil ich habe nichts gefunden bezüglich Entkrauter für die, ja, oder in der Zeit der DDR. Und das ist halt irgendwo ein bisschen schade. Da muss ich wahrscheinlich doch in den sauren Apfel beißen und einen Entkrauter von, ja, der heutigen Zeit nehmen. Geht nicht anders. Aber ich habe eine Kartoffelmaschine, ja. So, das nächste Mal werden wir hier das große Feld, das Maisfeld, da werden wir auf große Maisernte gehen. Und ich werde das aber so machen, dass ich nur die zwei Fahrzeuge, glaube ich, zur Maisernte nehme. Wollen wir mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, also Körnermais wollen wir mal machen. Weil ich glaube, entweder Weizen oder Mais, könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, brauchen die Schweine. Ja, die Schweine brauchen da irgendwas. Und die BGA, wir können ja mal hier oben mal schauen. Also das Silo ist schon ordentlich gefüllt. Ich werde das auf jeden Fall dann zumachen, wenn ich das ganze Feld dort hinten abgeerntet habe. Ah, dieser Transporter.
Ja, es Kim B1000, ne? Ja. Ja, jetzt schön gemütlich. Wir gehen mal hier ins Cockpit. Naja. Naja. Gehen wir lieber raus. Gucken uns das schöne Gras an. Oder hier hinten. Oh, der Hänger ist sauber. Gut. Schauen wir mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon ein platzierbares Objekt hingestellt habe. Ihr seht schon, dass ich durch den Mähdrescher doch ganz schön Geld verloren habe. Und nur noch 1500 Euro. Und das bedeutet, dass ich das nächste Mal ein bisschen auf Geld achten soll. So, wir gehen mal gucken bei den Viehzeug. Und zwar, ja, bevor man das Spiel startet, also es braucht eine Weile, um überhaupt erstmal loszulegen. Aber wir sehen ja schon mal, die haben Futter, 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 Futter. Ach so, da bin ich jetzt zu spät reingefahren. Und da sehen wir schon den einen Bereich, wo ich es hingepackt habe. Da werden wir noch mal was anderes ausprobieren. Ich habe nämlich noch ein anderes platzierbares Objekt. Ich will es nämlich nicht da irgendwo so hinkippen. Mal sehen, ob das andere auch geht. So, wir kippen mal ab hier. Häckselgut. Hier wird nicht. Ich habe doch Gras gemacht. Ich hab doch Gras abgemäht. Häckselgut wird hier nicht angenommen. Kann das sein, dass dieses Teil aus Gras Häckselgut macht? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil sonst mache ich ja hier Häckselgut, ne? So, machen wir Motor an hier. Achso, ich muss ja erstmal aufs Fahrzeug gehen. So. Der eine Anhänger ist da schon voll. Wir gucken mal, wo die ganzen anderen Traktoren sind und etc. So. Hier schon noch ein bisschen drinne. Hier der kleine Anhänger, das ist halt ein bisschen ungünstig. Der LKW da vorne. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wir wollen ja dieses Feld hier auch irgendwann mal fertig haben. Guckt euch mal an, wie riesig das ist. Mal schauen, wo der ganze Rotz überhaupt ist. Wird denn aus diesem Zeug wirklich. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Sonst muss ich da wirklich Gras abmähen? Ja, das muss ich sehen. Also, es ist halt alles noch ein bisschen unschlüssig. So, die Fahrzeuge werden bestimmt alle noch stehen, weil ich hier einfach jetzt gerade Lust hatte mit diesem schönen Fahrzeug. Und wenn ihr fragt, wo ihr diesen Mähdrescher findet oder diesen Hexer, den E282, dann nimmt einfach mal Google und schreibt LS15 Fortschritt I282. Und meistens findet man das, weil bei gewissen Seiten muss man sich dann anmelden, etc. Und ich habe einfach noch nicht so die Muße gehabt, mich da jetzt hinzusetzen, wie beim Dings hier den Mod reinzumachen. So. Der ist ja voll hier. Oder ist der voll? Der Anhänger? Ja, der ist voll. Oh, komm. Fahr ein Stück. Ja. So, wir werden jetzt hier. Wir lassen den jetzt einfach mal hier mit den zwei Anhänger. Schade, dass der denn halt nicht den zweiten noch befüllt, ne? Das ist halt schade irgendwie. So, fahre. Du sollst ja arbeiten, ne? Das ist ja. So. Ah, ich weiß, ich soll nicht durch die Frucht fahren.
Aber es ist ein Hexer, da darf man durch die Frucht fahren. Aber natürlich sehr ungünstig jetzt den LKW, den Anhänger da stehen lassen. So, weil das wäre wirklich ungünstig, wenn ich mit den anderen nur häckseln kann, ne? Vielleicht halt auch so falsche Schneidwerk da oben. So, so, der hat eigentlich noch ein bisschen Luft nach oben, ne? So, der kann jetzt hinterherziehen. Wir wollen ja endlich hier dieses Feld denn fertig haben. So. So, schön macht ihr das. Ich habe auch jetzt kein Geld, anderes Gerät zu kaufen. So, dann werde ich erstmal schnell den Anhänger hier wegbringen, nach vorne führen und ihn wahrscheinlich an den anderen ankoppeln. Und dann werden wir das mal schnell zur BGA bringen oder zur Biogasanlage. Oh, hier. Oh, komm. Warte mal, ich werde den anderen Trecker nehmen, weil der ist mir zu langsam. Den kann ich hier zum Pflügen nehmen. Könnt ja, wenn ich will, und noch ein paar Gewichte ranmachen. Und zwar, warte mal, Winterschutz an, aus, das brauchen wir nicht. Hier Frontgewichte. Oh, jetzt hat er da vorne, ihr guckt euch das an. So, B. Geht auch noch tiefer, ne? Das ist halt nicht schlecht. So. Oh, lassen wir mal. Wird er gleich langsamer. So, wir werden den anderen Trecker hier nehmen, weil der ist mir wirklich. Ach, abkoppeln. Ah, warum willst du nicht abkoppeln? Ach so. Hä? Nachfahrer? Ja, ich habe aber keine. Wieso willst du nicht abkoppeln? Ach, Mensch. So. Jetzt nach hinten führen, den guten. Ja, ein bisschen in Ordnung reinbringen, weil der geht wenigstens ordentlich ab, ne? Also nicht wie der hier, der ist mir irgendwie ein bisschen zu langsam. Obwohl ich ja den gerne hätte. Upp, Scheibe off. Obwohl ich den ja gerne hätte hier zum. Oh, meine Tür auf hier, dass ein bisschen Luft reinkommt. Diese ganzen Sachen, die sind natürlich alle echt nice, ne? Hier Tür aufmachen, etc. Das kann der andere ja nicht. Aber er ist mir einfach immer zu langsam zum Fahren, ne? Kann er den hier rannehmen? Und guck mal, wie hinten das Teil da so rumwackelt hier. Naja, muss halt ein bisschen geschmiert werden, ne? Gut, dann gehen wir mal zum anderen Anhänger. Jo. Schön. Das geht wenigstens ein bisschen ab hier. 60 km/h. So muss es sein. Und da vorne ist, glaube ich, nur der LKW, ne? Gar kein Anhänger. Ich sehe jetzt gar nicht. Ah doch, Anhänger ist doch da. Da haben wir ja wieder das Problem mit den Anhängen. Weil da tue ich mich ja auch immer ein bisschen schwer. Ja? Ich mache es immer wirklich so hier. Also ich habe da wirklich meine Probleme hier mit den Anhänger hier so. Schade, dass man hier nicht irgendwie noch anfassen kann, ne? Wir machen es mal so, wie man es eigentlich nicht macht. Ja, für einige, die da auch Probleme haben, ich schieb den hier einfach mal so ein bisschen hier so hin. Und jetzt hoffe ich, dass es dann wenigstens ein bisschen klappt hier. Kennen wahrscheinlich der ein oder andere, die machen es wahrscheinlich auch so. So. Ah, wo ist denn jetzt die Deichsel? Die ist natürlich jetzt wieder ganz woanders.
bin der absolute Oberbauer hier. Aber es ist auf jeden Fall effektiver, das so zu machen. Gegenüber, da jeden einzelnen Hänger irgendwo hinzubringen, ne? So. So. Jetzt schauen wir mal, ob das hier so passen würde. Ja, das sieht doch gut aus. Hoffe ich doch. Ah, nee, so geht's nicht. So geht's nicht. Das Gute hier bei den Trecker ist, mit denen kann man so schön driften. Oh. So, jetzt gucken wir mal, ob er den noch irgendwie jetzt, ob er jetzt irgendwas anzeigt. Da muss man wirklich ganz, ganz langsam fahren, bis er da irgendwie noch... Ah, da! Zack! Ha! Haben wir es geschafft? So, dann bringen wir das schnell mal zur Anlage. Und ich muss auf jeden Fall irgendwann mal jetzt anfangen mit den Schweinen, weil mir das alles doch ein bisschen zu teuer wird, ne? Bezüglich hier Dünger zu kaufen und andere Sachen, ne? Oh, sieht das nicht geil aus? Ach, das ist einfach nur herrlich hier. Diese Map, diese Fahrzeuge ist einfach nur genial. Und ich sage immer wieder, wenn man Bantico spielt, dann sollte man auch mit den Fahrzeugen aus der Zeit, um dieses ganze Feeling mitzubekommen, ja? Weil sonst bringt es ja nicht viel. So, dann werden wir nämlich auch diesen Anhänger gleich dann holen und mal versuchen, oder dann werden wir ja sehen, ob das dann wirklich so der Fall ist. Ja, das ist jetzt, das ist auf jeden Fall auch noch ein großer Fakt, zu gucken, ob das dann so der, ob das wirklich nur Häckselgut ist. Oh, 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 so wollte ich es nicht haben. Sorry, Leute, das wollte ich nicht, aber gestern war eine Feier und da haben sie alle ein bisschen gesoffen, die Bauern. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, ob diese Anlage denn bis zu 100% gefüllt werden kann oder alle beide mitberechnet werden. Das werden wir ja sehen, ne? Weil wir haben ja so ein Riesenfeld, da können wir dann auf jeden Fall alles hier fahren. So, dann werden wir jetzt schnell verdichten. Hier mit den schönen Gefährt. Weil dann müssen wir uns für das andere Gerät auf jeden Fall was anderes holen. Hier seht ihr schon mal ein platzierbares Objekt. Und hier habe ich auch eins hingesetzt. Da wollte ich auch gucken, ob ich da mal was abladen kann. Das werde ich gleich mal probieren denn. Ach, das ist eine geile Karre. So rostig, so urig. Hier gibt es da natürlich auch nicht mit Doppelreifen oder Räder. Und da bin ich auch schon mal überlegen, ob ich den mir auch noch hole. Aber ich bin bald im Minus. Ich denke mal, nächstes Mal werden wir erstmal Geld machen. Erstmal die Lager, die ich habe. Ich kann ja mal gucken, was habe ich denn an Materialien. Also ich habe auf jeden Fall Weizen noch eine Menge. Da werde ich bestimmt noch was machen müssen. Weizen, da kann ich... Ja, den LKW wo 50 mit Anhänger könnte ich auf jeden Fall verkaufen. Dann habe ich Stroh noch eine ganze Menge. Bloß da muss ich schauen, wie ich das auflade. Ja. Strohballen. Da habe ich ja mal meine Probleme, um diese ganzen Strohballen da wegzufahren. So, jetzt haben wir es eigentlich verdichtet, ne? Dann fahren wir gleich nochmal wieder nach vorne. Mit dem urigen Teil. Oh. Ja. So. Warte mal. Ja, wir werden mal was gucken, ob wir... Ey, 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 ey! Ich hab den falschen abgehangen. Ah. So.
So, lassen wir den mal ein bisschen rumreppen. Ich habe hier noch einen Anhänger rumzustehen. Wenn ich den jetzt an den anderen Rand kriege, wenn das funktioniert, dann kann er hier noch schön weiter agieren. Ah, wir haben hier zu tun. Das ist ja extrem. Wird auch nie langweilig, muss ich sagen. Aber wenn wir dann alles gemacht haben, es wird noch etliche Folgen Bantico geben. So, den hier. Oh, schönes Teil. Aber ich muss sagen, so die Farbe, wie man aus LS15 halt immer so sieht, ne, das ist halt immer so, ja, wirkt nicht so stimmig. Dann sieht hier die Farbe von dem hier besser aus. So. Ach. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, oh, oh. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn der herangehen würde, ne? Ja, yippie. So, dann lassen wir den mal gemütlich fahren. Dann wird er bestimmt nachher sehen, dass er hier irgendwo seine Probleme macht. So, hier, zack. Lassen einfach arbeiten. So, dann nehmen wir das mal mit. Jetzt werden wir mal gleich sehen, ob durch dieses Gerät da vorne dieser Schneider aus dem Gras dann Häckselgut wird. Wär auf jeden Fall doof, finde ich. Da muss ich wirklich mit diesen alten Mähdrescher langfahren. Und, naja, halt so, ne? Da muss ich den fahren und den Trecker hinterher das alles auflesen. Aber ich hätte ja auch mal probieren können, ob der rangeht. So, jetzt werden wir gleich sehen. Jetzt sind wir gleich schlauer. Ja, auskippen. Ja, scheiße. Der macht wirklich... Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt haben wir ein bisschen was drin, ne? Weil ich wollte ja mal gucken, platzierbares Objekt, ob das hier... ob man da wirklich was hinkippen kann. Hier jetzt zum Beispiel. Nee. Das ist ja scheiße. Aber da hinten kann ich bestimmt abkippen, aber will ich nicht. Ah, das ist ja ärgerlich. So. Eieieiei. So, dann lassen wir den einfach mal hier. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dass der denn da so einen Mist macht. Ich werde auf jeden Fall den Mähdrescher dann irgendwann mal nach hinten führen. Oh, hier hat irgendeiner was hingestellt. Siehst du, dann bleibt er hier wenigstens stehen. Das ist super. Aber warum der nicht wendet? Ja, das erkennt er irgendwie nicht. Wenn ich den so mache, dann fährt er hier geradeaus, wie so ein Blödmann. Ja, dann fährt er hier irgendwo hin. Na, wir lassen mal einfach fahren. Mach's gut, Junge. So, dann schnell zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht die Zeit eingestellt, wie lange wir jetzt hier schon das Video machen. Wir fahren aber erstmal zurück, gucken, was da drüben los ist und jedenfalls muss ich mich um Geld kümmern, arge Geldprobleme und auf jeden Fall muss ich gucken, wie ich jetzt das mache mit dem ganzen Häckselgut hier. Ja, ich muss nicht hier mit Gras abmähen und da auch noch irgendwo was machen, ne? Das ist sinnlos. Überlege ich, dass ich den kleinen Grasmäher zu die Schweine schon hinfahre. Den habe ich zum Glück nicht verkauft. Wollte ihn schon verkaufen. Aber naja. Oh, was ist da los?
So, ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter agieren, mal ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja ab in den Kommentaren schreiben. Und dann werden wir mal weitersehen und wir lassen den Hänger noch ein bisschen rumrappen. Und ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.